Audi e-tron. Ein schneebedeckter Hang ist für viele Autos ein ernsthaftes Problem. Aber was ist mit einem Hang, der einen Winkel von 85 Grad hat? Dieses Hindernis wurde vom schwedischen Rennfahrer Mattias Ekström am Steuer eines Audi e-tron überwunden. Die Veranstaltung fand Anfang 2019 im österreichischen Kitzbühel statt. Dank des Fahrertalents und des sorgfältig renovierten Autos bestieg der Audi e-tron problemlos den mit Schnee und Eis bedeckten Berg. Was musste mit dem Auto gemacht werden? Zunächst haben die Audi-Spezialisten das Triebwerk modifiziert. Zu den beiden Elektromotoren wurde ein weiterer hinzugefügt. So gab es einen Motor vorne und zwei hinten. Diese Konstruktion ermöglichte es, die Leistung des Autos auf 370 kW und das maximale Drehmoment auf 8920 Newtonmeter zu erhöhen. Zusätzlich wurde die Steuerung der Elektromotoren geändert, um das Drehmoment optimaler zu verteilen. Und natürlich bekam das Auto Spezialreifen. Der e-tron erhielt 19 Zoll Spike-Reifen, die speziell für diese Veranstaltung entwickelt wurden. BMW M5. Manchmal muss man, um in das Guinness-Buch der Rekorde zu gelangen, schlau sein und sich undenkbaren Risiken stellen. Genau das passierte 2017, als BMW beschloss, einen Weltrekord für kontinuierliches Driften aufzustellen. Für dieses wichtige Ereignis wurde der BMW M5 gewählt. Johann Schwarz, Trainer an der BMW Performance School of Driving, saß am Steuer. Der bisherige Rekord gehörte Toyota GT86 unter dem deutschen Harald Müller. In 2 Stunden und 21 Minuten legte das Auto 165 Kilometer zurück. BMW hat sich zum Ziel gesetzt, den Rekord nicht nur zu brechen, sondern auch lange zu halten. Fast sofort hatte das Team jedoch ein ernsthaftes Problem. Dem Auto ging der Kraftstoff viel früher aus, als es möglich war, die geplante Strecke zurückzulegen. Damit der BMW M5 einen langen Zeitraum ohne Pause driften konnte, musste eine neue Betankungsanlage entwickelt werden. Ein vergleichbares System findet sich bei der Betankung von Kampfjets während des Flugs. Infolgedessen sah alles ungefähr so aus. Ein zweiter M5 begleitete den Wagen von Schwarz. Ein Mitarbeiter stieg aus dem Heckfenster und tankte während des Driftens den M5. In nur 50 Sekunden wurden bis zu 70 Liter Benzin umgefüllt. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat der BMW M5 den bisherigen Rekord gebrochen. Das Fahrzeug legte 374 Kilometer zurück und fuhr insgesamt 8 Stunden lang. Währenddessen musste das Auto 5-mal betankt werden, was es ermöglichte, gleichzeitig einen weiteren Rekord aufzustellen. Den zweiten Weltrekord stellten sie für den längsten Drift mit 2 Fahrzeugen auf einer bewässerten Bahn auf. Insgesamt 1 Stunde lang drifteten die Autos und legten dabei 79 Kilometer zurück. Porsche Cayenne S. Falls ihr glaubt, dass ein Auto, welches ein ganzes Flugzeug schleppen kann, die Größe eines Panzers haben muss, irrt ihr euch. Auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle ließen die Verantwortlichen einem serienmäßigen Porsche Cayenne S einen Airbus A380 ziehen. Als Belohnung gab es für Porsche einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Der Porsche zog den Airbus ganze 42 Meter lang hinter sich her. Eigentlich ein Wunder, dass ein Serienauto eine solch gewaltige Belastung standhalten kann. Der Cayenne mit seinen 385 PS und einem 8-Gang-Getriebe konnte den Airbus tatsächlich vorwärts bewegen. Mercedes SLS AMG. Es wäre falsch, den spektakulärsten Stunt in der Geschichte der Sportwagen nicht zu erwähnen. Im Jahr 2012 setzte sich der Weltstar des Motorsports, Michael Schumacher, ans Steuer eines Mercedes SLS AMG, um das Unmögliche zu erreichen. Der zweitürige Luxus-Supersportwagen machte eine Schleife an den Wänden und an der Decke eines Tunnels.
Und obwohl der Werbespot vor fast 10 Jahren gedreht wurde, ist er so beeindruckend, dass die Entwickler immer wieder betonen müssen, bei der Montage wurde keine Computergrafik verwendet. . 2021 Porsche 718 Spyder. Dieser Rekord ist noch recht frisch, er wurde im August 2020 aufgestellt. Die erst 16-jährige Chloe Chambers hat es mit einem 718 Spyder in das Guinness Buch der Rekorde für den schnellsten Slalom geschafft. Sie fuhr auf einer Slalomstrecke mit 51 Kegeln, die jeweils 15,24 Meter voneinander entfernt aufgestellt werden. Sie schaffte es, die Strecke in 47,45 Sekunden zu überwinden, ungefähr eine halbe Sekunde schneller als der vorherige Rekord. Neben dem Können der jungen Rennfahrerin sind die hervorragenden Eigenschaften des Autos beachtenswert. Das Video ist Teil einer Promokampagne für den Porsche 718 Spyder 2021. Das Auto erhielt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, PDK. Diese Änderung machte das Modell sowohl praktischer als auch schneller. Mit PDK erreicht das Modell die Tempo 100-Marke um eine halbe Sekunde schneller. Darüber hinaus profitiert die Version von der größeren Wirkung ihrer mechanischen Hinterachsquersperre. Im Zug- und Schubbetrieb erreicht sie Sperrwerte von 30% gegenüber 22% beim manuellen Schaltgetriebe. Jaguar F-Pace. Die rekordverdächtige 360-Grad-Schleife wurde im September 2015 vom britischen Stuntman Terry Grant aufgeführt. Jaguar beschloss, seinen 80. Geburtstag zu feiern und gleichzeitig seinen neuen F-Pace Crossover zu demonstrieren. Dem bedeutenden Ereignis gingen monatelange Vorbereitungen voraus. Auf der Rennstrecke bewältigte der Fahrer einen 19,08 Meter hohen 360-Grad-Zirkel und verdiente sich damit den Titel für den größten je in einem Auto gefahrenen Looping. Dabei war das Fahrzeug extremen Kräften von 6,5 G ausgesetzt, die mit einer Belastung von Raumfahrzeugpiloten vergleichbar ist. Der Stunt war möglich dank der unglaublich technischen Ausstattung des Autos sowie der besten Sicherheitssysteme seiner Klasse. Die Profis von Jaguar haben sich noch etwas einfallen lassen. 2017 stellte das Modell E-Pace mit einem Trick namens Fassrolle einen neuen Rekord auf. Der kompakte SUV sprang mit einem 15,3 Meter langen Satz samt einer in der Luft ausgeführten 270 Grad Fassrolle in die Rekordbücher. Wieder saß Terry Grant am Steuer. Und selbst er, ein mehrfacher Rekordhalter, war erstaunt über die Fähigkeiten dieses Serienautos. Es ist bemerkenswert, dass das Auto 160 Meter zurücklegen musste, um auf die erforderliche Geschwindigkeit zu beschleunigen. Grant war beim Flug einer Belastung von 5,5 G ausgesetzt. BMW Series 3. Der nächste Rekord wurde auf der Flughafenlandebahn in der finnischen Stadt Sanjurki aufgestellt. Der finnische Stuntfahrer Vesa Kivimäki erreichte auf zwei Rädern fahrend eine Höchstgeschwindigkeit von 186,269 km/h. Der bisherige Rekord lag bei 181,25 km/h. Eine der Voraussetzungen für den Rekord war folgendes: Das Auto musste ein Serienfahrzeug sein. Und der 3er BMW hat seine Rolle gut gemeistert. Nicht serienmäßig waren dagegen die Reifen von Nokian. Um den Belastungen standzuhalten, wurden die Reifenflanken mit Aramidfasern verstärkt. Außerdem kam eine spezielle Gummimischung zum Einsatz. Toyota GR Supra. Beim letzten Video für heute müssen wir euch zunächst warnen, versucht nicht, so etwas nachzumachen. Die gezeigten Stunts wurden von Fachleuten unter strenger Aufsicht von Hilfskräften aufgeführt und außerdem haben sie natürlich lange geübt. Noch vor wenigen Wochen zeigte Toyota ein Promo-Video für seinen GR Supra. Ein Team von professionellen Stuntfahrern hat sich zusammengeschlossen, um die Agilität und Präzision dieser Fahrzeuge zu demonstrieren. Alle durchgeführten Stunts sind Interpretationen der Red Arrows, eines Kunstflugteams der britischen Luftwaffe Royal Air Force, nur auf dem Boden. Es dauerte eine Woche, um die Manöver zu perfektionieren. Die Dreharbeiten dauerten 2 Tage. Umso auffälliger ist es, dass während der Proben kein einziges Auto beschädigt wurde.
Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.